Einen wunderschönen guten Tag und willkommen zurück zu einer weiteren Folge 7 Days to Die in der Beta Vanilla Mod. So, eine neue Aufnahmesession. Diesmal ist keine ganze Woche vergangen, sondern ehrlich gesagt nur 24 Stunden. Aber ich produziere gerade ein bisschen vor und ich sehe gerade, wir müssen mal was mampfen. Lass doch mal hier eine Runde Nudeln mit Brokkoli. Die sind wirklich lecker. 23 machen die ja erstmal zwei Teller. Ja? So wie eben bei der Schwiegermutter. Ne? Wir waren nämlich heute bei Jules Mutter. Jules Mutter hat Gulasch gekocht. Komm, Jung, ess noch einen Teller. Klar, sage ich. Natürlich doch. Aber gerne doch. Ja, wie die Schwiegermütter halt so sind. Was haben wir hier? Bauernfrühstück. Nahrung 82. Wann willst du denn das essen? Da musst du dich ja auf 20% runterhungern, dann hast du ja keine Ausdauer mehr. Na nee, gut. So, pass auf, wir machen die einmal Nudeln hier weg. Stattdessen holen wir uns 12 Dosen Ravioli mit, weil ich muss ja mal die Ernährung umstellen. Und ich sehe gerade, wir haben hier noch ein bisschen Zement im Inventar. So, 4600. Ah, die Quest mit den Betonmischungen, die hat man schon abgeschlossen. Ne? Was haben wir denn hier noch offen? Die Hühner, Messing sammeln, 5000. Aber Messing, ja, da müssten wir wieder Jetons zerlegen. Ja gut, soll mich jetzt nicht umhauen. Ne? Komm, wir machen mal hier. Da machen wir mal einfach nochmal 13.000 Messing draus. Das dauert jetzt halt eine Dreiviertelstunde. Naja gut, ist nicht so schlimm. Müssen wir was reparieren? Nicht unbedingt, die Steinaxt, da kann ich notfalls auch drauf verzichten. Was läuft denn hier so alles durch? Geschossspitzen, wie soll es auch anders sein? Und Geschossspitzen. Da ist nichts mehr drin, da auch nicht. Hier läuft High-Power-Munition. Und da läuft unser Kleber. Kleber und Schießpulver. Das ist gut. So, Munition, Zubehör. Wir haben schon 2500 Schuss Schrot, das ist gut. Da haben wir noch 5000 Schießpulver. Ja, uns geht's gut. Alles prima. Ich glaube, warte mal, hier hatten wir... Ach, die Hülsen, die kommen hier hinter, ne? Ja, okay, alles klar. Gut. Dann sind wir ja eigentlich ganz gut aufgestellt. Wir haben Tag 46. Feralnacht wäre 49. Jetzt ist die Frage. Was machen wir jetzt? Ich würde ja irgendwann ganz gerne mal umziehen, da oben an unsere neue Base, aber auf der anderen Seite finde ich es eigentlich hier auch ganz schnuckelig, ne? Das Schöne ist halt, wenn wir da oben wohnen würden, dann könnten wir halt auch immer wieder mal so zwischendurch, so jetzt hier mitten in der Nacht oder so, könnten wir einfach eine Runde bauen, ne? Ja, ich überlege gerade wirklich, ob wir da hoch umziehen sollten. Eigentlich könnten wir das machen. Eigentlich könnten wir das tun. Eisen und Stahl. Habe ich da Nägel? 177 Nägel. Wie viele Kisten haben wir hier? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4. 24 Kisten, von denen wir zwei nicht brauchen. Oder drei nicht brauchen. Da fehlt ja eine. Das heißt, wir bräuchten 240 Nägel, ne? Wir bräuchten 240 Nägel. Ja, pass auf. Wir machen das so. Wir nehmen uns hier unsere tollen Pflastersteinblöcke mit. Und auch die Pflastersteine nehmen wir mit. Die Nägel nehmen wir mit. Wir nehmen uns... Holz haben wir da. Wir nehmen uns noch die Nagelpistole mit. Wir könnten uns auch die Kettensäge mitnehmen. Wir haben ja jetzt eine Zweier-Schaufel. Und wir haben eine Dreier-Picke. Damit sind wir ja relativ fix unterwegs. Lass doch einfach mal, Benzin haben wir auch da. Lass doch einfach mal da hochfahren und wir gehen mal da oben hingucken und basteln da ein bisschen rum. So. Machen wir noch gerade hier den Zombie weg. Schönen guten Tag. Komm, spring hier drauf. Ich will sehen, wie du fliegst. Oh shit. Schade. Manchmal kann man die so schön da runterprügeln. Na ja, gut. So, auf geht's. Kaum noch Sprit im Tank, sehe ich gerade.
Naja gut, ist nicht so schlimm. Dann müssen wir halt gleich irgendwann tanken. Vielleicht können wir dann noch die Hühnerquest machen. Wir sehen bestimmt irgendwo noch einen Huhn. Uah. Blöder Stein, da ist schon mal ein Karnickel. Dann fahren wir mal da hoch und dann geht ja um 2 Uhr im Prinzip auch die Sonne auf. Um 2 Uhr nachts. Und dann schauen wir mal, ob wir da ein bisschen irgendwie was Cooles bauen können. Ne? Und dass wir da noch mal ein bisschen weitermachen, so ab und so zwischendurch. Ne? Und dann könnte man mal überlegen, wo wir da eventuell einziehen, wenn wir da einziehen. Ja, moin. Scheiße. Blödes Huhn. Ich dachte, das wäre ein Huhn, aber das war nur eine Handtasche. Ich sag ja, wenn du keine Hühner brauchst, dann rennen die dir einfach so über die Straße vor dir. Guck mal, das ist das Nächste. So, Quest fertig. Sehr gut. Aber wehe, du suchst eins in der Stadt. Dann gibt's auf der ganzen Welt kein einziges Huhn. Naja, so, auf jeden Fall, Jule und ich waren heute den ganzen Tag unterwegs. Neujahrsbesuch bei den Schwiegereltern, beziehungsweise bei Jules Eltern. Und da gab es lecker Gulasch. Ich musste natürlich 2 Teller essen. Erstens mal war es lecker, zweitens mal hatte ich Hunger. Drittens mal hat Schwiegermutter gesagt, komm, iss noch einen Teller. Ja, jetzt sind wir voll gefuttert. Es ist relativ spät, wir haben schon 9 Uhr abends. Oh. Es ist schon 9 Uhr abends. Und wir wollten heute beide noch aufnehmen. Also ich wollte gerne aufnehmen und Jule wollte gerne unbedingt noch ein bisschen was aufnehmen. Und dann kamen wir hier nach Hause und dann haben wir erstmal festgestellt, über uns ist irgendwie mal wieder Party. Hier ist ständig Party in der Bude, wo wir wohnen. Also oben drüber bei denen. Keine Ahnung, was die da machen. Aber da ist laufend irgendwie, keine Ahnung, alle paar Tage, Wochen ist da oben irgendwie Party. Und das ging mir eben so dermaßen auf den Pinsel. Jule wusste davon nichts. Ich saß hier so, ich wollte aufnehmen. Und da ging mir das so auf den Nerv, dass ich mir gedacht so, jetzt suchst du dir mal so einen der brutalsten Songs raus, an die du dich noch so erinnern kannst, aus deiner Heavy-Metal-Zeit von früher. Und dann habe ich mir angemacht auf YouTube. Hab die Werbung durchlaufen lassen. Und dann habe ich meine Anlage hier bis zum Erbrechen aufgedreht. Und habe das ganze Ding, die ganzen 5 Minuten mit voller Dröhnung durch die Hütte geblasen hier, ja. Das war richtig laut. Und ich habe nur halb bis dreiviertel aufgedreht. Das war richtig laut. Jule ist gar nicht reingekommen. Ich bin dann nach dem Song rüber. Jule saß da nur, hat Kopfhörer aufgehabt. Dachte so, ich habe mich nicht getraut. Seitdem ist Ruhe da oben. Also geht. Man muss nur ordentlich zurückschießen. Naja. Ich bin gespannt, wie lange das anhält. Und dann schauen wir mal. Wir lassen uns überraschen. So, wir waren, guck hier, es hat nächste Huhn. Wo ist es denn jetzt hin? War doch gerade hier. War doch gerade ein Huhn gerannt. Das ist egal. So, wir waren hier dran am Basteln. Ne? Wir haben hier so einen Raum gebaut. Und da oben muss halt noch eine Decke drauf. Was macht er denn da? Ich könnte mal die Armbrust testen. Na ja, gut, ich hab da halt nichts geskillt, ne? Na, immerhin, ne? Ich meine, so eine ordentliche. Das ist ja jetzt nur eine Stahlarmbrust, eine eiserne Armbrust, ne? Wenn das mal eine Compound-Armbrust wäre oder so. Wäre das, glaube ich, ganz ordentlich. So, okay, also das hier wollten wir zumachen. Die Frage ist, ich glaube, ich mache das irgendwie. Ich glaube, ich mache das hier 2 breit. Können wir auch mal unsere neue Schippe testen. Und dann nehmen wir mal die hier und legen uns die da hin. Und dann machen wir da mal wieder Blöcke draus.
Ich wollte doch. Ich hab doch gerade gesagt, ich mache da zwei breit. So, das nehmen wir raus. Und das nehmen wir auch noch raus. Und dann machen wir uns daraus mal gerade. Moment. Rund. Gibt es das die sowas hier? Gibt es das auch irgendwie so halbrund? Das gab es doch auch als so spitze Fenster. Das habe ich doch schon gesehen. Das nur andersrum. Ja. Irgendjemand hat auch in die Kommentare geschrieben, du kannst doch danach suchen. Ja, wonach soll ich denn jetzt hier suchen? Halbwürfel 5 Meter rund 01 oder Halbwürfel 5 Meter rund 02? Naja, gut. Das da. Das habe ich gemeint. Gewölbe 01, Gewölbe 02. So, wenn ich das jetzt mit auf Favoriten packe. Jetzt ist das Favorit. Okay. So, guck mal. Sieht doch gut aus. Dann können wir nochmal Blöcke machen. Und dann kommt da oben erstmal eine Decke drauf, ne? So. Dann packen wir hier mal eine Decke drauf. Hier wollten wir irgendwie so was Halbrundes machen, ne? Da machen wir mal gerade den hier. Formkopie. Das Kopie. So. Ja, das war ja klar. Bin ich blöd, Mann, ne? So, haben wir da auch so was Schönes, Rundes. Da passt das leider nicht hin, aber das ist nicht so schlimm. So, jetzt ist die Frage, wir hatten hier gesagt, wir machen uns hier so einen Laufgang drüber, ne? Das heißt, wir müssten eigentlich den hier mal kopieren. So. Setzen wir den mal hier so dran. Scheiße. Das war so nicht geplant. So, machen wir das erstmal so. Okay. Dann haben wir hier, das ist alles Treppe. Warte. Machete kommt weg. So. Sieht doch schon relativ schick aus. Den da müssen wir mal gerade rauskloppen. Das ist ja falsch. Ich weiß, ich kann den auch nachher übermalen. Stört mich trotzdem. Ich bin halt so. So zum Beispiel. Oh ja, klar. So. Okay, dann hier eine Decke. Ich mache erstmal hier so die Reihe hier drauf. Und dann, wie mache ich das jetzt am besten?
So, guck mal, das sieht doch schon halbwegs tauglich aus, das hier. Es haben ja viele geschrieben, dass das Burgprojekt hier immer besser aussehen würde und so. Und einige haben auch geschrieben, ich hätte mir besser mal einen Plan machen sollen. Vielleicht hätte ich mir wirklich besser einen Plan machen sollen vorher und nicht einfach alles aus dem Kopf bauen. Naja, hinterher ist man halt immer schlauer. Ich kenne Leute, die auch wirklich große Bauprojekte schon gemacht haben in 7 Days. Und die haben halt auch nach Vorlage gebaut. Wobei ich jetzt bezweifle, dass die einen blockgenauen Plan erstellt haben. Aber ich habe da eine Idee für, keine Ahnung. Also wie ich sowas in Zukunft machen würde, wenn ich das dann wieder machen würde irgendwann, ne? So, okay, dann jetzt die Frage, man käme dann hier so hoch, hier ist ja der Laufgang, der Wehrgang, der muss ja auch irgendwie eine gewisse Breite haben, das wäre ja dann so, ne? Was soll man das hier so nehmen, das könnte man eigentlich auch machen, ne? Könnten eigentlich hier die ganze Breite nehmen. Ich glaube, das mache ich auch. So, dann machen wir uns hier. So. Das muss noch ein bisschen höher. Ich glaube, ich baue mal gerade. Ich setze mal gerade hier noch ein paar Blöcke rein. Ich überlege gerade, wo wir hier. Wie wir das machen, dass wir dann. Ich muss echt mal gerade gucken. Wenn wir hier sind. Wie wollte man das denn hier machen? Hier wollte man so einen Raum reinmachen. Da könnte man irgendwie Kisten reinstellen. Da oben muss man zumachen. Hier wollten wir eine Decke bauen. Das hier wollten wir mit Holz aufwerten, deswegen ist das wahrscheinlich schon aufgewertet. Die Treppe hier ist eigentlich falsch, die müsste eigentlich aus Holz sein. Ja, das hier muss, das muss aus Pflasterstein werden, hier das alles. Shit. Das war falsch. So, dann machen wir uns hier wieder den hier dran. So. Die Treppe müssen wir nochmal rausreißen und hier kommen nochmal Blöcke hin. So. Machen wir das erstmal zu hier. Ja, oben ist wieder Krabatz. Ich glaube, ich muss nach der Folge doch nochmal kurz Musik anmachen. So, pass auf. Dann lass uns gerade die Treppe rausreißen. Ich mache hier schon mal aus Holz Formkopie, das Kopie. So, dann nehmen wir das hier nochmal raus. Dann sieht natürlich die Treppe ein bisschen blöd aus, ne? Wenn die jetzt aus Holz ist. Warte mal, ich glaube, ich nehme doch eine andere Treppe. Ich glaube, ich nehme die hier.
die so setze, so, dann wird die ja zu einer Treppe. So, dann wird die zu einer Treppe. Zu einer einzigen. So, dann haben wir aber hier mit den Dingern hier das Problem, dass das halt ziemlich kacke aussieht. So, dann machen wir da das weg. Dann haben wir hier so einen Sockel. Könnte man da irgendwie was draufstellen oder so. So, das sieht doch schon mal ganz mal so verkehrt aus. Jetzt könnte man hier eventuell noch die hier nehmen. So, sieht doch noch ein bisschen besser aus. Und dann machen wir hier nochmal so, dass man so da reingehen kann. Es gibt ja mittlerweile auch Doppeltüren in 7 Days, allerdings, weiß gar nicht, was habe ich mir denn hier gedacht? Es gibt ja Doppeltüren, allerdings kriegst du damit das da nicht zu, ne? So. Da bin ich mir jetzt noch nicht so ganz sicher. Warum steht das da so ab? Ach, weil ich hier einfach so rüber gebaut habe. Deswegen. Okay. Irgendwie nicht so gut, ne? Okay, kehren machen wir dann kurz vor Feierabend. So, dann machen wir hier nochmal. So, so. Okay. Dann. So. Okay. Das ist auch schon mal gar nicht so schlecht. Hier könnte man halt irgendwie eine Treppe hoch machen. Das hier wäre halt eigentlich als Gang zu niedrig, ne? Eigentlich müsste man hier so rüber gehen, dass das noch mehr Höhe gewinnt. Kommen wir auch hier auf der Ebene raus, wo wir letztens gesagt haben, hier tun wir mal so ein bisschen abflachen.
So. Das hier noch weg. Okay. Das hier müsste man dann noch zumachen. So, da müssen wir dann mal irgendwann rüberbauen. Warte mal. Ich überlege halt, wie wir, wenn wir hier hinziehen wollen, wenn wir sagen, wir wollen hier in diesen Turm ziehen, der müsste ja dann noch höher werden, ne? Der braucht ja irgendwo einen Eingang, der Turm. Wir wollten den so hoch bauen. Mein Problem ist halt, ich krieg das nicht so richtig. Ach so, hier. Ich krieg das halt nicht wirklich zu. Dadurch, dass die Türen und sowas alles immer irgendwie zwei breit sind, ja. Da kriegst du ja schlecht eine Tür rein. Klar, es gibt eine Doppeltür. Aber, ist auch nicht so ganz das Gelbe vom Ei. Das ist auch nicht so ganz das Gelbe vom Ei. Ich will das auch nicht irgendwie, obwohl ja, eigentlich, aber wir könnten natürlich sagen, wir lassen hier zu, ja, wir lassen das zu und machen den Haupteingang irgendwie hier hin, sodass man hier reingehen kann, dann hätte man hier drin so irgendwie die Base, ja, mit allem drum und dran und angeklemmt daran wäre der Turm, ja. Das könnte man natürlich machen. Das wäre eine Maßnahme. Oh, guter Schuss. Das könnte man eventuell machen. Aber dazu bräuchten wir erstmal, also das hier wäre dann die Außenwand. Aha, jetzt wird der Hirsch gefressen. Warte mal, ich schieße mich noch ein bisschen ein mit der Armbrust. Ja, klappt ganz gut, ne? Also geskillte Armbrust kommt bestimmt gut. Der ging daneben. War immerhin 260 Schaden gemacht. So. Gut, also das wäre die Außenwand. Hier müsste man dann irgendwie so ein Holzgeländer oder sowas hinmachen. Wir können ja mal gucken, ob wir hier irgendwie was haben. Oh, das gibt es auch diagonal sogar. Das ist ja schon mal nicht schlecht. Oder wir machen doch... wir machen doch irgendwie ein... Wie heißt es? Wir machen doch irgendwie so eine klassische Mauer, so wie da, ne? Könnte man auch machen. Ich weiß auch noch gar nicht, was ich mit der Ecke hier machen soll. Soll man das da hochgehen lassen? Lass mal die Mauer, lass mal das auslaufen. Fragen über Fragen, ne? Aber dann hätten wir da einen Block mehr. Wäre dann auch wieder doof. Wo ist denn der Block nur andersrum? Der ist es nicht. Ist es der? Der müsste das sein, ne? Huch. Huch, Mann. Nein. Oh.
Scheiße. Mann, oh Mann, oh Mann. Bitte, ja. Nein, der ist es nicht. Ist der? Ich glaube, ich nehme einfach den hier. Mach das einfach so mit dran. Ich glaube, das ist noch am einfachsten. So, pass auf, zurück hier zu unserem Dingsbums-Problem. Wir könnten natürlich auch einfach hier eine Mauer draufsetzen. Wenn ich wüsste, wo die Mauer wäre. Zierleisten, das klingt gut. Gibt doch diese komische Gartenmauer da. Versteckten die sich jetzt schon wieder bei Pfosten? Hier? Nö, das gibt's doch nicht. Design? Auch nicht. Ach, hier. Genau. Machen wir das so ganz klassisch. Hier mit dem Kram. Und dann hier mit dem Kram. Können wir ja auch machen. Ich hoffe, das wird nicht irgendwie alles zu schwer. So, ich baue das mal einfach nur bis dahin. Dann muss die Wand natürlich hoch. Die Wand, die hängt halt hier mitten in der. Oder? Warte mal, die hängt hier auf dem Block. Ja, die Wand steht hier. Die steht hier drauf. Ich glaube, wir müssen mal hier irgendwo ein, zwei Stützen reinzimmern. Ich glaube, das könnte Sinn machen. Gewölbe versetzt. Was ist denn? Ach so. Gibt es auch Gewölbe nicht versetzt? Dann gibt es noch sowas hier. Mein Gott. Na gut, ist nicht so schlimm, aber wir könnten theoretisch hiermit eine Stütze bauen. Aber die würde dann mitten hier in dem Raum stehen auch, ne? Da braucht man eine, das ist dann eine drei Säulen ist die dann breit, ne? Das ist relativ viel. Ich glaube, dann nehme ich lieber irgendwie so einen normalen Sockel oder so irgendwie was. Aber der sah halt auch irgendwie kacke aus, ne? Wir hatten das mal hier mitgebaut, aber das war nicht so wirklich schön. Gibt es das nicht in Rund? Irgendwie was Vernünftiges, Rundes? Rohrflansch, ja genau. Wir bauen ein Stahlrohr rein. Finde ich gut. Milliarden Formen hier drin. Ja, Tunnel 3 Meter Innenecke. Ach so, okay. Ja, die sieht natürlich geil aus. Ist halt nur viel zu massiv. Naja, gut, ich lasse das erstmal weg. Keine Ahnung. Gucken wir mal irgendwann nach, ob mir da nochmal was zu einfällt. So. Okay, also das Ding hier muss auf jeden Fall höher. Der ist falsch. Gut. Habe ich gut hingekriegt. So. Dann müssen die hier alle weg. Leiste muss weg, oder die Reihe hier muss weg.
dass wir hier mal einen Meter machen an unserer Burg. So. So, und dann bauen wir hier so irgendwie so einen Absatz rein. Weiß noch nicht, was ich damit mache mit dem Absatz, aber irgendwas wird mir schon einfallen. Man könnte ja sagen, man macht hier so ein bisschen Crafting hin und man hätte hier vielleicht noch irgendwie so ein zusätzliches Lager. Aber dann muss man halt immer relativ weit laufen, wenn man da hin will, ne? Da würde ich dann doch lieber vielleicht nur in den Turm einziehen. Die Wand muss auf jeden Fall noch mindestens einen, am besten zwei Blöcke höher. Das mache ich jetzt mal. Ich setze hier mal zwei Blöcke drauf. Eigentlich wollte ich das noch bis darüber bauen, aber ich glaube, das mache ich nicht. Das Ding wird so gigantisch groß schon. Also dafür, dass ich das jetzt hier so alleine baue im Survival-Modus und im Let's Play, das ist einfach zu heftig, ey. So gern, wie ich das noch größer bauen würde, gell? Aber wir müssen ja auch mal zwischendurch mal, wollen wir ja auch ein bisschen Spaß haben, ne? Wir wollen ja auch mal irgendwann noch mal ein paar Zombies machen und ein paar Quests und so, und das haut einfach zeitlich nicht hin. Ne, das war ja klar, dass ich hier runterplumpse. Ich wacht nur drauf, dass ich hier runterplumpse und mir so richtig schön die Haxen breche, ne? So, das machen wir mal schön hier so hoch. So. Dann. Ich glaube, ich mache hier mal einfach so eine Schräge drauf, dass das irgendwie so ein bisschen so. Oder wir machen die schon hier, aber ich mache die hier drauf. Und dann machen wir die zwei Blöcke. So, dann könnte man hier die Treppe reinbauen. Man könnte hier eine Treppe reinbauen und hier eine einzelne Tür rein. So, dass man hier mal eine einzelne Tür hat, die in den Turm reingeht, dass wir mal irgendwo was haben, was man auch zumachen kann. Ja. So, das wäre die Schräge. So. Eins, zwei. Dann machen wir hier auch eine Schräge hin. So, und hier auch. Und hier würde ich die vielleicht einfach mal rumdrehen. So, man käme hier rein. Dann könnte man hier wieder rausgehen. Warte mal. Wir müssen auf die Höhe da kommen, ne?
habe ich den denn hingesetzt? Wo habe ich denn den Block jetzt hingesetzt? Wie habe ich das gemacht? Ich habe den durch die Blöcke durchgesetzt. Mann, oh Mann, oh Mann. Was ich alles hinkriege hier in dem Spiel. Ach, halt doch Schnauze, Mann. Komm her. Du bist schuld, dass ich den Block falsch gesetzt habe. Ja. Burn, Baby, burn. So. Okay. So, nochmal. Du kommst hier so rein. Hier könnte man eine Tür reinbauen. Hier könnte man sogar eine Doppeltür reinbauen, eventuell. Machen wir mal so. Ich würde hier vielleicht sogar noch aufdoppeln. So, dann wäre hier die Tür drin. Können wir die mal gerade aus Holz bauen? Eine Holz-Doppeltür. Ach scheiße, wir haben hier noch 6 Minuten. Okay. Aber die ist ja auch nur 2 Blöcke hoch. Also so wäre die Tür dann. Da muss auf jeden Fall noch so ein Ding hin. Ey, Spiel. Wie habe ich denn das jetzt wieder hingekriegt? Man möge es mir erklären, ey. So, okay. Hier kommt die Tür rein. Dann hätten wir hier, sagen wir mal, eine Treppe. So, dass man hier wieder rausgehen kann. Beziehungsweise wir hätten dann hier sogar... Sollen wir hier eine andere Treppe nehmen? Was haben wir denn noch so an Treppen? Was haben wir denn noch so an Treppen? Wendeltreppen. Die hier vielleicht. Oder sowas hier. Aber irgendwas mit Geländer ist eigentlich immer schöner. Ich nehme mal die hier. Ach so. Die haben so ein Eisengeländer dran. Nee. Die natürlich auch, ne? Mhm. Na, dann nehmen wir mal die hier. Warum denn nicht? So. Dann kannst du hier hochgehen. Das hier wird dann ein Raum. Hier kommen auch Treppen hin. Aber da brauchen wir Treppen mit Geländer. So. Aber kann man da jetzt reingucken? Da kann man jetzt reingucken. Warte mal. Das sind die Kohlestufen Metallgeländer. Die hier. Massive Stufengeländer links. Die brauchen wir. Und massive Stufengeländer rechts. So, und dann kannst du hier so hochgehen. Dann bauen wir hier nochmal irgendwie eine Schräge oder eine Rundung oder sowas rein. Ich glaube, ich baue eine Schräge rein.
glaube, ich baue die hier einfach rein. Ach so, ach scheiße, da sitzt ja noch die andere. Ist egal, machen wir wieder weg. Dann nutzen wir den Platz da und stellen da, hängen hier eine Fackel an die Wand oder so irgendwie was. Gucken wir dann mal. Das machen wir nochmal weg. Sondern wir machen stattdessen hier ein Geländer hin. Ist das hier? Passt das dazu? Ein bisschen dünner, ne? Geländer, Diagonal, Geländer. Ja, das passt. So. Den hier, den machen wir weg. Und machen dafür den hier drauf. So. So, das wäre dann auch hoch genug. Das wäre auf jeden Fall dann hoch genug. So, und hier würden wir einfach, glaube ich, lasse das einfach mal eckig. Warum denn nicht? Kann ja auch mal was eckig sein hier, ne? Muss ja nicht alles immer irgendwie rund und schräg und diagonal und hast du nicht gesehen sein. Kann auch mal was eckig sein. Ne? So. Dann wäre das hier unsere Wand. Ich hoffe, das ist nicht zu viel Gewicht hier für die Decke. Wir werden sehen. Wenn gleich alles einbricht, dann wartet das halt. Dann bricht das halt ein. So, und dann könnten wir sagen, wir machen uns, ach so, ich habe die Messing-Quest abgeschlossen, deswegen war das gerade, ich dachte gerade, was hupt da. So, dann, nein, hier kommt die Doppeltür hin. So. Schön. Wunderbar. Wie wir das hier vorne bauen, ich habe noch keine Ahnung. Ich würde auf jeden Fall sagen, oder wir könnten eigentlich könnte man sagen, wir machen das hier einen kürzer. Wir machen einen kürzer. So, und bauen das so, bauen hier die komische, wo auch immer sie sich jetzt versteckt, diesen komischen, ach bei Design, ne, nee, bei Deko, hier die, den Sockel hier hin, bauen den Sockel, ne, da nicht hin, aber dann nehmen wir nochmal hier die, mach doch mal Formkopie, genau. So, so, so. Und dann machen wir hier nochmal Formkopie so. Und dann machen wir hier nochmal das halbrunde Ding hin. Sofern ich den Block nochmal wieder finde. Aber ich glaube, der war hier irgendwo, ne? Oder wir nehmen mal den hier. Da
muss da noch ein halber Block drauf. Ist der? Nee, der da. Der müsste eigentlich passen. Nein, er passt nicht. Ja, welcher Block kommt denn dann da drauf? Wenn es der nicht ist, das ist ein halber Würfel. Würfel, Ecke, Gewölbe. Dann brauchen wir irgendwie ein Drittelwürfel oder sowas. Gibt's das? Gibt's einen Drittelwürfel? Gibt's scheinbar nicht, ne? Wir haben jetzt gerade gesetzt. Was war das für ein Teil? Den hier, ne? Warte mal, wenn ich hier Formkopie mache. Ja, Röhre, 3 Meter Ecke. Gibt's den auch irgendwie anders? Röhre, 5 Meter Gewölbe. Boah, ey. Oder ich nehme den hier. Oder wir lassen es einfach so. Könnte man natürlich auch machen, ne? Das Schöne ist, man kann dann hier so rausgehen und könnte dann auch hier so runterschießen oder so, ne? Oder einfach nur hier rumstehen und rumgammeln. Gut, auf jeden Fall würde ich jetzt hier einen Raum bauen wollen. Der, sagen wir mal, ja, auch bis hier hingeht, ne? Dass wir hier noch so einen großen Raum haben. Ich glaube, ich baue mir mal einfach eine Wand hier hin, dass ich mal so ungefähr weiß, was ich hier später machen will. Vielleicht könnte man hier auch so eine Treppe runter machen oder so. Ja, das Problem ist, dann kommen die Zombies wieder hoch. Ich muss das irgendwie zuhalten, dass keiner reinkommen kann. Deswegen brauchen wir vorne einfach mal irgendwo eine massive Wand, ne? Ist ein bisschen blöd. So. Dass man hier so einen Raum hat, den man hochzieht. Eins, zwei, drei, vier. Und dann bei Gelegenheit nochmal Fenster reinmachen. Ja, das sieht ja voll scheiße aus, das da. Es geht noch, aber es müsste dann noch ein Block nach innen, ne? So, dann machen wir mal hier zu. Dann kannst du hier hochgehen. Kannst hier hochgehen, hier wärst du dann im Turm. Der Turm wäre dann das, was ich so als nächstes bauen würde. Und dann könnten wir mal überlegen, ob wir, wenn wir hier mit der Mauer rauskommen, muss ich mal gerade hier so einigermaßen zumachen. Wenn wir hier mit der Mauer rauskommen, dass man dann vielleicht hier hochgehen kann. Irgendwie so. Müssen wir nochmal schauen, wie wir das machen. Dann müssen wir hier draußen die Schräge mal dran pappen. Und mal gucken, wie das später aussieht. So, aber das nächste, was ich auf jeden Fall bauen würde, wäre jetzt der Turm. Dass wir hier mal nach oben kommen. Wie viele Ecken hat das blöde Ding denn jetzt? 1, 2, 3, 4, 5. Jeder Mensch würde einen viereckigen Turm bauen, außer ich. Ich baue fünfeckigen Turm. War so klar. Na gut, so, eine Folge, eine lustige Baufolge mit Überlänge. Ich glaube, ich hänge noch eine Baufolge dran. Und wir basteln in der nächsten Folge noch ein bisschen hier am Turm weiter. Und dann versprochen, nach den Baufolgen, dann gehen wir dann mal irgendwie, machen wir nochmal eine Quest.
Aber so ab und zu müssen wir hier ein bisschen dran rumbasteln. Da kommen wir nicht drum rum. Wir haben ja noch 2800 Blöcke, die sind ja schnell gesetzt. Okay, gut. Dann vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge nochmal wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst gerne ein Däumchen da. Bis denn. Tschüss.